herstellen. Kann ich jetzt Upgrades? Was brauche ich denn? Kapaziert. Ja, fettes Fleisch. Ich muss einfach mal fettes Fleisch. Reichhaltiges Fleisch. Reichhaltiges Fleisch. Knochiges Fleisch. Ich muss auch Tiere. Ah, deswegen. Okay. Tiere jagen. Tiere jagen. Sollte ich unterwegs auch mal tun. So, was sagt die Karte? Eine Metallblume. Da war ein Feuer, da war ich noch gar nicht. Sieh einen an. Da habe ich das gar nicht geholt. Das werde ich jetzt schnell tun. Damit ich das auch habe. Denn ich möchte natürlich alles haben. Oh. Abwärts. Runterrutschen, bitte. Dankeschön. Nicht stolpern. Nur runterrutschen. Zack. Ach, das sind ja keine Graser, sondern ein Läufer. Läufer. Die Läufer. Die Musik. So, Dele. Da ist das Lagerfeuer, was ich nicht mitgenommen habe. Das werde ich direkt mitnehmen. Dann haben wir das auch. So, haben wir hier Tiere. Hä? Ist hier nicht. Down. Wildtierkill. Knochenhaltiges Fleisch. Und ich habe keinen Platz. Das ist doch scheiße. Scheiße ist das Inventar. Kann ich irgendwas wegschmeißen? Wie Holz zum Beispiel. Das könnte ich nicht gebrauchen. Und ja. Der Rest muss ich erstmal gucken, ob ich das dann nehme ich mit. Okay. Muss auf jeden Fall Fleisch jagen. Down. Down. Truthahnfleisch. Herstellen. So. Modifikation, Tragekapazität. Ich brauche fettes Fleisch, reichhaltiges Fleisch. Reichhaltiges. Köcher, Fallenbeutel. Fischgerät. Reichhaltiges Fleisch, reichhaltiges Fleisch. Okay. Gut, beim nächsten Händler. Sollte ich auf jeden Fall mein Zeug wegschmießen, verkaufe, was auch immer. So. Das nächste. Teufelsdurst Lager. Das habe ich. Hier hinten ist auf jeden Fall noch ein Feuer, wo ich noch nicht war. Okay. Von da unten komme ich ja. Hier war kein Feuer. Hier ist noch ein Feuer. Wo ich noch nicht war. Ein weiter Weg hier. Quests, Hauptquest. Die Rache der Nur eine Suche vor den Toren. Das dürfte ja nicht so weit sein. Da werden wir jetzt halt hinlaufen. In der Hoffnung, dass ich hier demnächst einen Händler finde. Ach, das ist wieder. Sind das Gegner? Ne, das sind keine Gegner. Hey, hi Kollegen. Na? Alles klärchen? Na? Alles gut hier? Ach doch, wir waren hier. Hier gibt es zwei Lagerfeuer? Oder ich habe sie gezündet? Händler! Ich muss jetzt ein bisschen hier mein Zeug loswerden. Ich weiß ja nicht warum, aber ich sehe jetzt halt lang. Was brauche ich nicht? Das werde ich weg. Alles, was so teuer ist, mehr verkaufen. Ich kann alles so weg damit. Dann weg damit. Weg damit. Kann ich alles wieder einsammeln. Weg damit. War das alles zu viel? Das eine kann ich wegschmeißen. Wüstenglas.
alles weg. Verkaufe, 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 verkaufe. Ich habe auch zu viel Pflanzen, eindeutig. Viel zu viel Pflanzeninventar. Jo, Stoffe. Warte mal. Komm, einmal weg. Einmal weg. So. Könnte ich noch ein bisschen Tiere sammeln. Wenn hier Tiere rumrennen, da ist ein Schwein. Da gibt es sicher fettes Fleisch, oder? Bin ich mir da sicher? Oder bin ich mir da sicher? Und zack! Oh, verdammt. Down. Ins Wasser. Guck mal, was der an Fleisch gibt. Den muss man öfters treffen. Und so bei der mir. Kann ich jetzt nicht hier hoch? Nicht verarschen. Geht doch. So, wo liegt die Leiche? Da vorne. Da ist wieder ein Wächter. War da was? Hä? Wo ist das Schwein denn? Na komm her. Hä? Schwein ist weg. Nicht verarschen? Zack! Geh da und komm. Nicht mit. Das Schwein lebt noch oder was? Ah, dann hier. Ah, reichhaltiges Fleisch, Rohstoffe. Okay, aber fettes Fleisch. Fettes Fleisch. Bräuchte ich noch fettes Fleisch. Jetzt komm her, komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Zack. Boom. Tschüss, gute Nacht. Gute Nacht. Graser kann ich natürlich auch. Und nimm mal, die kann ich das sicher auch. Meine Dings. Ne, die kann ich einfach so töten. Lichter aus. Ist natürlich auch cool. Die Graser kriegt man schnell down. Das ist prima, aber braucht man nicht. Tiere. Tiere. Oder neben da auch noch. Okay. Du. Blöde Schwein. Bleib stehen. Dich möchte ich gerne für mich haben. Schweinesknochen, reichhaltiges Fleisch, fettes Fleisch. Das wollte ich doch. Das sind aber keine Läufer. Das sind Läufer, eben. Ich brauche mehr. Schweine. Kann ich die nicht anders töten? Merken die mich, wenn ich... Ja, die kommen sogar. Die bemerken mich. Wie gemein. Voll gemein. Ich muss hier echt jagen. Weiß. Fettes Fleisch. Ich laufe jetzt sicher gleich in irgendwelche... andere Viecher rein, hä? Oh! Kann ich jetzt nicht. Was? Hier habe ich gar nichts getan! Jetzt hauen sie ab, oder? Na, Kollege! Gute Nacht! Licht aus, aber tot. Okay, warte mal. So, herstellen. Ich habe jetzt fettes Fleisch, Waffenupdate, erhöht die Waffeninfektionskapazität, Outfitbeutel, erhöht die Outfitinfektionskapazität, erhöht die Rohstoffinfektion. Ja, das ist doch das, was ich gerne hätte. Ich könnte es direkt nochmal machen, das mache ich auch. Für Rohstoffe, Outfitbeutel. Muss ich auf jeden Fall mehr sammeln, auf jeden Fall. Trankbeutel, Munitionsbeutel, fettes Fleisch, Waffenupdate, erhöht die Waffeninfektionskapazität. Das ist auch ganz gut. Muss ich sogar Hasen jagen, also. Viel mehr jagen ist angesagt. Dankeschön. Ich hänge fest. Was? Das kann ich mehr tragen. Das ist prima. Nichts dagegen. Mehr trage, mehr trage, mehr trage.
So, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Das ist ein Lagerfeuer. Ist aber krasser, oder? Krasser. Ich kann nicht so zerstören. Wenn ich mehr über diese Maschinen erfahre, kann ich sie vielleicht überbrücken. Dann kann ich mehr erfahren. Schwäche. Schwäche. Okay. Zack! Und zack! Ich geh down. Wenn ich mehr erfahre, kann ich auch überbrücken irgendwann. Ja, das ist doch sicher. Klar, wie Kloßbrühe. Speichern! Ein Speicherpunkt. Nehmen wir doch gerne mit. Wächter? Wächter? Graser? Ich müsste auf jeden Fall darüber. Ich würde gerne noch ein bisschen jagen, eigentlich. Sollte. Keine andere Chance. Mehr Schaden zuzufügen. Anstatt nur so. Ich würde gerne noch mehr Schaden machen. Nehme ich mit. Fleisch. Schweinesknochen. Das Kaninchen haut ab. Ich brauche Jage-Jage-Instinkte. Okay. Down. Down, down, down. Truthahn nehme ich auch mit. Okay, ich gehe jetzt aber. Sonst werde ich ja nie fertig. Obwohl. Hase! Hase. Ein Hase. Andere Sache. Mache ich damit mehr Schaden? Es verbrennt dann. Macht doch ein bisschen mehr Sinn. Macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Sinn. Okay. Wir gehen weiter. Sieht aus wie ein neues Gebiet, hä? Wird schon immer cool sein. Darf ich den mal überbrücken? Oh, den überbrücke ich jetzt. Überbrücken! Boom! Meiner! Dankeschön. Komm mit. Kannst gerne mitkommen. Na, Kollege? Komm her, komm. Der läuft hier weiter. Ah, okay. Nö. Suche mich. Na, anscheinend sucht er schlecht. Ach, komm, scheiß auf den. Ich kann ihn zwar rufen. Aber sehe ich jetzt gar nicht ein. Ich muss da lang? Ich muss da hoch? Okay. Dann muss ich wohl da hoch. Pum! Headshot. Da hoch muss ich. Okay. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Hoch. Weiter geht's. Hier. Bum, bum. Hallo. Ist hier jemand? Na? Oh, ich frage mich, wenn auch in der nächste Turm kommt. Das ist ein Turm, ist echt cool. Da hoch zu klettern. Jupp, jupp. Über das Seil. Da vorne ist das Dörfchen. Oh. Oh, das war nicht so schön. Das war nicht so schön. Hoch. Hoch. Rüber. Und zack. Hier ist niemand. Weit und breit niemand. So, dann einmal hier rüber. Der Schnee kommt sogar noch schneller als der Frost. Ja, siehst mal.
Der Schnee kommt schneller wie der Frost. Keine Tierchen? Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer. Speichern wir natürlich auch ab. Müssen wir. Und hier sind wir. Wir sind da. Wer noch? Hallo. Wie man hört, hat sie tapfer gekämpft. Gä? Mutterkrone. Sieht eher wie ein Militärlager aus. Dieses Dorf hat schon bessere Zeiten gesehen. Das auf jeden Fall. Wir gehen jetzt erstmal zu Maria und gucken, dass wir mit der reden. Oh, hier ist nochmal ein Lagerfeuer. Aktivieren! Alles aktivieren. Okay. Hier ist sie. Sie ist eine Sucherin. Genau. Hallo Maria. Mit dem Sucherzeichen. Die Wachen sahen dich kommen. Bist du Maria? Val sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Kaja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung, aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Kaja-Fort, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Kaja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Vermutlich, aber dir wird niemand helfen können. Wer redet von Hilfe? Du säuberst das Tal. Ohne Hilfe? Ich bin gut am Bogen. Das hoffe ich. Um deinetwillen. Wirklich. Das Kaja-Fort? Das Kaja-Fort liegt also im Westen? Und dahinter Meridian? Ja, die Kaja nennen es Tagturm. Es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf. Ein verlorenes Dorf? Es gab einen Namen, doch der ist vergessen. Ich bin da geboren. Was ist passiert? Der Krieg. Die Kaja vernichteten es bei einem Raubzug. Ich war 15 Jahre alt. Ich entkam. Doch viele andere nicht. Die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen. Mutterkrone. Wir überließen ihnen unser Tal. Selbst jetzt, wo der Krieg vorbei ist, ist das Tal eine Art Puffer zwischen Sonnenreich und Heiligem Land. Okay. Die Verderbnis? Wie schlimm ist die Verderbnis schon? Ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen. Und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein. Was immer die Verderbnis ist, sie befällt nicht nur Maschinen. Sie zieht ins Fleisch und schwächt Verletzte. Haben die verdorbenen Maschinen Schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen. Ein schwacher Trost. Diesen Fluch kann nur die Göttin aufheben. Es sei denn, wir finden heraus, was dahinter steckt. Die Mütter haben gesprochen, Aloy. Wir können nur kämpfen. Und zur Göttin beten. Oh ja, Kaja und andere Fremde? Die Mutterkrone liegt am Rand der Heiligen Lande, stimmt's? Dann seht ihr bestimmt viele Fremde hier. Ja, nicht hier in unserem Dorf, natürlich, aber unten im Tal. Seit dem Kriegsende dürfen die Fremden unser Tal betreten und Nora handeln mit ihnen, wenn sie wollen. Es ist so eine Art Zwischenort, weder fremd noch heiliges Land. Wenn du neugierig bist, geh zur Jägersiedlung. Es ist kaum mehr als ein Häufchen schmutziger Hütten und Zelte, aber Fremde übernachten dort oft. Klingt, als könnte ich dort mehr über Meridian erfahren. Okay, und Dorfverteidigung? Mutterkrone liegt am Rand. Ja, das haben wir ja. Es ist kaum. Klingt, als könnte ich. Gut, die Dorfverteidigung? Du kümmerst dich also hier um die Verteidigung. Mutterkrone verteidigt sich selbst. Im Krieg hielt es 15 Angriffen und 3 Invasionen stand. Wir halten durch. Glorreichen Zeiten gerecht werden zu wollen, hat schon viele getötet. Du weißt es nicht, doch auch ich gewann eine Erprobung. Wie du lag ich sehr weit zurück, suchte eine Abkürzung. Es wurde sehr knapp. Ich kam mit gebrochenem Knöchel ans Ziel. Dies ist keine Erprobung, Maria. Es ist echt. Darum geht's nicht. Der Posten hier in Mutterkrone? Ich wollte ihn unbedingt. Mein Siegespreis. Dem Ruhm der Nora gerecht zu werden, hat mich nicht umgebracht. Doch wenn es so kommt, bin ich bereit. Okay, ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt los. Gut. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Danke dir für deine Information. Ja. Räume verdorbene Zonen muss ich jetzt. Oh je, verdorbene Zonen entdeckt. Die muss ich auf jeden Fall räumen. Hier haben wir aber noch andere Leute, die gerne mit uns reden wollen. Und zwar hier der Drawl. Oder die Drawl. Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Das war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch draus lernen. Und zwar? Ich jagte einem Graser hinterher, so fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete, bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand.
Brutstätte? Eine Brutstätte? Was ist das? Ah, du stammst aus dem Becken. Da gibt es so etwas nämlich nicht. Eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür. Niemand weiß, was dahinter ist. Es heißt, dort werden Maschinen gemacht. Oder dass es Höhlen des Bösen sind, wo die Geister der Metallteufel hausen. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Wie auch immer. Sie sind verboten. Okay, und eine Lektion? Du hast eine Lektion erwähnt. Was lehrte dich die Wunde? Als ich vor der Brutstätte stand, entkam meine Beute und ich war starr vor lauter Staunen. Einen kurzen Moment war ich wieder ein Kind, das wie gebannt am Lagerfeuer spannenden Geschichten lauscht. Ich spürte ein mächtiges Verlangen, hineinzugehen. Und dann griff der Wächter an. Sie bewachen Brutstätten. Es war ein harter Kampf und ich zog mir diese Wunde zu. Diese Orte sind aus gutem Grund verboten. Und das nicht nur, weil sie gefährlich sind. Wir sollen nicht sehen, was darin ist. Ich werde nie mehr schwanken. Diese Narbe sorgt dafür. Aber du hast kurz etwas verspürt. Eine Art Entdeckerlust. Kann das wirklich so schlecht sein? Muss es wohl, oder? Sonst hätte man mich nicht bestraft. Ach was, wo ist die Brutstätte? Wo ist diese Brutstätte? Das solltest du nicht wissen. Dann beschreib den Ort, den ich meiden soll. Ein kluges Köpfchen, nur nicht klug genug, um auf Warnungen zu hören. Schön, wie du willst. Ich hab's versucht. Es ist im Norden, hinter den Rotdornen, in der Wand eines Berges. Aber denk dran, ich habe dich gewarnt. Danke dir. Gut, gut, gut. Da werden die Maschinen gemacht, aber was dahinter genau ist, werden wir sicher noch irgendwann herausfinden. Sicherlich, sicherlich, sicherlich. So, haben wir hier noch andere Leute, die reden wollen? Natürlich haben wir hier noch zig Leute, die mit uns reden wollen. Und natürlich alles aktivieren, damit wir dann uns entscheiden können, was wir machen. Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft, sie ist... Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Jagdgesellschaft? Was hatte deine Jagdgesellschaft vor? Nach der Erprobung waren wir so wütend. Wir wollten zurückschlagen. Und diese korrupten Maschinen hatten Spuren hinterlassen. Wir fanden sie in der Dämmerung und kämpften voller brennendem Hass. Aber in Dunkelheit und Chaos konnte ich nicht alles sehen. Sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein. Ich lief hinterher, aber meine Jäger sind... Deine Jäger sind... fort. Schlimmer als der Tod? Was ist denn schlimmer als der Tod? Ich bin nicht wie du. Als Ausgestoßener könnte ich nicht leben. Ich fürchte, meine Freunde sind in den Ruinen. Ich kann nicht dorthin, sonst werde ich verstoßen, aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Okay, was genau brauchst du? Sag mir, was du willst. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. Okay, Zuflucht. Den haben wir geholfen. So, wir haben hier hinten auf jeden Fall noch einer, der reden mag. Sogar mehrere, zwei Stück an der Zahl, die ganzen Nebenquests hier abgrasen. Hey Kollege, Tame. Jägerin, Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Wir brauchen Eber heute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber, hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst.
Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Muttersmutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm diese heute. Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. Okay, okay. Eine aber komische Maschine, sicher eine neue Maschine. Würde ich nicht umsonst sagen, hä? Ich Zona beim roten Echo treffen würde. Ja, aber noch hier steht Loot. Oh, damit auch noch was. Du bist's. Die ausgestoßene Sucherin. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreffjagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Jagdgebiete? Du warst in einem Jagdgebiet in Taltreff. Ist das noch im Heiligen Land? Kommt drauf an, wen du fragst. Es gehörte uns mal, aber seit den roten Raubzügen ist die Grenze etwas umstritten. Die meisten Nora vermeiden es, aber die Stammmütter verstoßen niemanden, der dorthin geht. Zum Jagdgebiet. Der Aufseher ist ein Kaja. Er kann keinem die Prüfung verwehren, aber tritt nicht zu stark auf. Er hat so viel Angst vor den Nora, er würde sich zu Tode erschrecken. Ein paar Sonnen? Wie kamst du an diese Sonnen? Ich habe Maschinen mit drei verschiedenen Pfeilarten erlegt. Eis, Schock und Feuer. Falls du eine Prüfung ablegen möchtest, bring deine Ausrüstung mit. Aber ein Sucher ist bestimmt immer gerüstet, oder? Klar, bist du immer so? Provozierst du jeden, mit dem du redest? Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. Danke dir. Du kleiner egoistisches Schwein. Gut, habe ich jetzt hier mit allen geredet. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Gut, wir haben viele Quests dann auf jeden Fall, was wir machen können, was wir tun können. So, Schatzkiste haben wir ja nichts. Herstellen. Fallen. Tragekapazität. Kaninchenknochen habe ich nicht. Fettes Fleisch. Outfitbeutel könnte ich machen. Erhöht die Outfit-Inventarkapazität. Ja. Stopperfallen nicht. Kann ich auch eh nicht machen. Kann ich auch nicht machen. Erhöht die Kapazität der Fallenbeutel auf 9. Boah, hab eh so viel Knochenfleisch. Mache ich jetzt mal. Ja, Jägerbeutel. Erhöht die Kapazität des Jägerbogenköchers auf 40. Jupp. Ja, mal. Mehr Pfeile, die wir machen können. Gut. Mehr Pfeile ist immer gut. 40 an der Zahl. Jetzt haben wir hinten noch. Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. Wer sollte sowas tun? Wer sind die? Wir können nur zur Göttin beten. Nein! Rituale und Gebete bringen niemanden zurück. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Es wird Zeit, dass die Mörder für ihre Taten bezahlen. Eloy von den Nora. Was führt dich nach Meridian? Gefahr. Eclipse-Truppen, sie graben alte Waffen aus. Ich weiß, wer die Nora angriff. Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Die Verderbnis umgibt sie wie eine Rauchwolke. Ein weiter Weg von der Zitadelle, Aloy. Wer bist du? Ein Interessierter. Krieger, an Aloys Seite, jetzt! Ja.
Aloy. Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon. Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt endet.